Hallo, liebe Dartsportfreunde. Darts geht aber gerade ganz schön ab. Was gibt es hier für interessante News? Es wurde der PDPA Qualifier gespielt und fünf Deutsche gehen erstmalig zur Darts-WM. Phil the Power Taylor hat die Auslosung zur Darts-WM im Ellipelli gezogen. Der Sponsor Paddy Power möchte gerne das Triple 20-Segment grün machen. Naja, und da die Gruppen ausgelost sind, gibt es von mir nochmal eine kleine Prognose. Wer wird Darts-Weltmeister? Also rein geht's mit den Infos, schön eine nach der anderen. Der PDPA Qualifier war eine spannende Chance, eigentlich für drei Deutsche, sich ebenso nochmal einen Platz bei der Darts-WM auf den letzten Drücker zu sichern. Geschafft hat es letzten Endes Florian Hempel, der sich grandios gegen Alan Suter im Finale durchsetzt. Auch Daniel Klose und Pascal Ruprecht sind knapp, aber wirklich nur knapp an diesem WM-Platz vorbeigerutscht. Bisschen unlucky für Pascal Ruprecht, der im Decider bei 40 Punkten steht und leider zuschauen muss, wie Boris Kritschmer die 124 Punkte doch noch löscht. Aber auf jeden Fall war es ein sehr interessanter PDPA Qualifier, gerade eben wegen der Spannung, ob wir jetzt noch Deutsche in die Darts-WM kriegen und es hätten 5, so wie es jetzt ist, oder auch 7 werden können. Aber gut, historisches Ergebnis ist es dennoch, denn wir haben erstmalig 5 Deutsche für die Darts-WM im Ellipelli qualifiziert. Dabei sind Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel. Und auch aus österreichischer Sicht haben wir jemanden dabei, und zwar Rusty Jake Rodriguez rutscht ebenso noch in die Darts-WM rein. Und kaum war der Qualifier durch, ging es auch schon an die Auslosung, also den Draw für die Darts-WM. Und da werde ich im Anschluss gleich auch nochmal meine Prognose über das MyDartCoach-Tool abgeben. Aber zuvor möchte ich nochmal ein hitzig diskutiertes Thema mit einstreuen. Und zwar hat der Sponsor Paddy Power angekündigt, dass das Triple 20-Segment jetzt in schönem irischen Grün eingefärbt sein soll. Hitzig diskutierte Skandal-News, aber vielleicht auch ein geiler PR-Gag. Also zunächst mal die Fakten. Die PDC hat es selbst hochoffiziell mit angekündigt. Auf der Seite steht es Paddy Power's Turning Ellipelli and the Treble 20 Green. Dazu ist jetzt so ein illustratives Bild zu sehen, wo das 20er-Segment tatsächlich in schönem irischen Dunkelgrün erstrahlt. Dazu wird in der Pressemitteilung hier noch ein bisschen erklärt, was die Hintergründe dazu sind. Zum Beispiel, dass Winmore dieses Board wohl offiziell so produzieren soll und gleichermaßen aber auch die Bühne in dem entsprechenden Electrifying Green, wird es hier beschrieben, sich präsentiert. Und dass die Fans vor allen Dingen vor Ort jede Menge von diesen wunderbar ikonischen grünen Merchandise-Artikeln über dieses 16-tägige Event bekommen sollen. Weiter unten wird hier sogar noch ein bisschen wissenschaftlich ausgeholt. Grün offenbar immer so im Zentrum unserer Wahrnehmung liegt und deswegen hat sie es wohl angeboten, auch dieses Segment hier einfach mal grün zu machen. Und auch auf den Social Media Websites hat die PDC offiziell auch über ihre Pros von dem Event verlauten lassen oder Bilder gezeigt, nachdem ein Michael van Gerven, eine Fallon Sherrock und auch der amtierende Weltmeister Bully Boy Michael Smith auf dieses grüne Triple 20 Segment zeigen. Also, ist da wirklich was dran? Die Frage hat Sport 1 auch dem Experten Basti Schwele gestellt. Es soll jetzt eine neue Farbe für Triple 20 geben. Ich glaube nicht, dass das Red Bit in der Triple 20 farblich verändert wird. Und ich habe euch ebenso die Frage in der Community gestellt und da schaue ich mal auf das aktuelle Ergebnis. Von mittlerweile 168 Stimmen sind 86% der Meinung, das wird so nicht kommen. Das ist sehr wahrscheinlich ein PR-Gag. Immerhin 14% sagen, ja, das grüne Triple 20 Segment kommt. In jedem Fall gibt es eine tolle mediale Aufmerksamkeit. Und wenn man mal so googelt nach Triple 20 Grün, dann findet man, ja, ich finde so 50-50 Newsmeldungen dazu, vor allen Dingen aber Newsmeldungen. Wie zum Beispiel Sport 1, die hier titeln Darts WM PR-Gag, großes Fragezeichen, Triple 20 Feld soll grün gefärbt werden. Darunter auch Bild.de, Darts WM, Aufregung um die Scheibe, die PDC ändert das Allerheiligste. Oder Zeitungen wie Express.de, keine Ahnung wer das ist, aber auch die schreiben Darts WM, Riesenwirbel und Mini-Änderung. Und darunter noch ein Blatt, auch noch nie von gehört, die OVB Heimatzeitung, die Dartswelt sieht grün. Naja, und ich denke, genau darum geht's ja. Mediale Aufmerksamkeit, Darts WM im Ellipelli, 5 Deutsche mit am Start, also besser könnte ja aus unserer Sicht das Darts-Jahr nicht enden. Aber vielleicht gibt's ja doch ein paar Fakten, die dafür sprechen, dass hier eine Promo-Aktion auch durchgezogen werden könnte.
Denn hinter Paddy Power steckt eigentlich der Mega-Riese Flutter. Die sind börsennotiert und wie man hier liest, zumindest mal bei sportsbusiness.at, hat Paddy Power sogar eine eigene Sitcom auf Amazon Video. Also da steckt ein bisschen Kohle dahinter. Und Paddy Power ist aktiennotiert. Also da steht fett was an der Börse. Wenn man sich mal den Frankfurter Börsenverlauf anschaut übers laufende Jahr, dann gab es so ein Auf und Ab. Da kommt so eine Aktion gerade zum Jahresende in dem besten Event der Welt jetzt gerade recht. Aber man kann sich auch mal den längeren Verlauf anschauen. Und wie man sieht, hat sich eigentlich der Aktienkurs über die Jahre sehr positiv entwickelt. Ob wir jetzt ein dunkelgrün eingefärbtes Triple 20er Segment sehen werden, ich glaub's nicht. Auf der anderen Seite wäre das jetzt wirklich so dramatisch. Angeblich dürfen die Spieler das schon vorher Probe spielen. Naja, und man gewöhnt sich auch relativ schnell dran. Aber gut, warten wir ab, was sich entwickelt. Aber schreibt gerne mal eure Meinungen und Prognosen unten in die Kommentare. Natürlich wird es kein grün eingefärbtes Triple 20er Segment geben, aber einen neuen Weltmeister, vielleicht sogar eine neue Weltmeisterin. Wer weiß. Auf jeden Fall könnt ihr es jetzt schon mal durchtippen. Ich mache das sehr gerne mit dem kostenlosen Tool von MyDartCoach, denn hier ist schon der komplette Turnierbaum angelegt und ihr könnt alle Partien von vorn bis hinten durchtippen. Ich zeige euch hier mal einen Auszug aus der Runde der letzten 16 und wen ich im Semifinal sehe. Wenn euch die ganze Prognose interessiert, da gibt es nochmal ein separates Video zu. Na voilà, und schon geht's wieder in die nächsten interessanten Paarungen. Alter Schwede, geile Namen. MVG gegen Stephen Bunting. MVG ist für mich durchaus Favorit auf den WM-Titel, von daher geht er bei mir hier sicher weiter. Martin Schindler, Josh Rock, könnte ihn eigentlich packen, wäre cool. Luke Humphreys, Ryan Searle, ganz klar Luke Humphreys. Und bei Nathan Aspinall gegen Gabriel Clemens, da wünsche ich mir natürlich Gaga weiter. Wäre allerdings eine krasse Paarung danach, aber ach komm, Gaga kann das, Gaga macht das, Deutschland vor. Wär das geil. Und auf geht's in die nächsten Runden. Der Bully Boy gegen Johnny Clayton. Ich weiß nicht. Jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus. Bully Boy fliegt raus, Johnny Clayton ist weiter. Peter Wright, Gary Anderson. Hui, zwei alte Hasen hier im Business. Aber ich glaube am Ende Peter vielleicht doch im Set-Modus dann immer im richtigen Moment noch da. MVG gegen Martin Schindler wird eine krasse Nummer, würde ich Martin wünschen, aber an sich müsste MVG auf jeden Fall Kandidat auf den Titel sein. Und Luke Humphreys, Gabriel Clemens, da wird es wahrscheinlich wirklich schwierig, wenn es soweit erstmal kommt, gehe ich mit Luke. Aber bitte, bitte, belehrt mich eines Besseren, liebe Deutschen, kommt einfach weiter, weiter, weiter. Okay, so, und damit sind wir jetzt beim Semifinals. Das ist immer wieder interessant, was man sich hier zurechtklickt, ne? Johnny Clayton, Peter Wright, MVG und Luke Humphreys. Na Juti, das war's soweit von mir mit Darts geht und meiner kleinen Prognose zur Darts-WM. Geht gerne auf die Seite von MyDartCoach und tippt im Simulator eure Spiele durch. Bin gespannt auf eure Tipps und Favoriten. Man sieht sich. Und damit danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good Darts. Bis zum nächsten Mal.